meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die letzten zwei Wochen gab es leider kein Video, weil ich leider keine Zeit hatte, was zu drehen. Aber jetzt bin ich wieder am Start. Und zwar mit einem Spagat-Stretch-Video. Genau, also ich habe vor... Ich konnte früher einen Spagat, ich habe früher ja geturnt und da konnte ich einen Spagat. Jetzt kann ich ihn nicht mehr, weil ich mich nie dehne. Aber ich möchte es wieder können. Und deswegen heute ein Video mit den ganzen Übungen, die ich immer früher gemacht habe. Die mache ich jetzt auch. Und ja, ich hoffe, ich kann bald einen Spagat. Also mein Ziel ist es so, ein paar Monaten runterzukommen auf der einen Seite. Also auf der Seite, wo ich gut war. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich das jemals können werde, weil ich weiß nicht, hat noch nie geklappt. Aber wenigstens auf der einen Seite. Und ich nehme euch dabei mit. Und wenn ihr auch einen Spagat lernen wollt, dann seid ihr genau richtig hier. Und in den nächsten Videos werde ich auch mal, denke ich, einfach so ein paar Fortschritte, also immer wieder, ich versuche das jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag, mich zu dehnen. Einfach nur, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten am Tag, das reicht vollkommen aus. Und ja, ich hoffe, ich ziehe das durch und kann bald einen Spagat. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal. Alle Übungen, die ich machen werde, mache ich ungefähr so 30 Sekunden circa in dem Dreh. Genau. Sagen, let's go! Achso, und wichtig, wichtige Information, was ich vergessen habe. Vorher natürlich aufwärmen, das habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe dazu auch ein Aufwärmvideo, das könnt ihr euch gerne anschauen. Genau, das ist auf dem Gelenk. Alle gut aufgewärmt sind. Genau. I feel the warmth of your skin. I feel the touch of your hand. Love you with all of my heart. Makes me tremble within. Love the smell of your hair. I'm here in my bed. Oh, without your love, I am out of place. And without you, I am just a trace. I wanna be with you always, 'cause that is what my heart says. I wanna be with you always, 'cause that is what my heart says. I'm in a better place. I'm in a better place.
hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Know that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long.
versuche jetzt auf beiden Seiten einmal so weit wie ich komme, runterzukommen. Also ich weiß nicht, ihr habt es schon auch schon gemerkt, ich merke es auch selber, ich bin wirklich nicht mehr sehr beweglich. Es tat so weh teilweise. Aber egal, ich versuche das jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu machen und ich hoffe, dass ich dann bald Erfolge sehen werde, weil ich weiß, dass ich es schon mal konnte, heißt, ich werde es bestimmt wieder schaffen. Und genau, ich versuche das jetzt auf jeden Fall regelmäßig zu machen. Und ich zeige euch jetzt einmal noch, wie weit ich runterkomme und versuche mich noch ein bisschen im Spagat ein bisschen zu dehnen. Und genau. Jetzt, wie weit ich runtergekommen bin. Auf der linken Seite, also links ist mein besseres Bein, rechts ist komplette Katastrophe. Es tut so weh. Ja, aber wie gesagt, ich werde das jetzt schaffen mit euch zusammen. Also wer Lust hat, auch einen Spagat zu lernen, die zieht diese Challenge mit mir durch, es jeden oder jeden zweiten Tag einfach nur ein bisschen zu dehnen. Und dann schaffen wir das auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wann dann das nächste Update-Video kommt. Ich versuche jetzt einfach mal immer ein paar Mal, wo ich in der Früh oder am Abend mich dehne, das einfach ein bisschen mitzufilmen und dann quasi schneide ich das so zusammen. Genau, dass ihr so meine Erfolge seht. Genau, ich mache immer diese Übungen von heute und dann werden wir mal schauen, wie lange ich brauche. Ich tippe vielleicht auf 2 oder 3 Monate. Ich hoffe nicht länger, dass ich bei der linken Seite runterkomme, das wäre schon mal ein Erfolg. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und ein Abo. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sonst für Videos gerne sehen wollt von mir. Thema Sport oder auch andere Themen gerne. Und genau. Ciao, ciao.